Hier ist die neue Welle mit der Martin-Wacker-Show am Sonntagmorgen und wir teilen uns den Frühstückstisch heute mit Olli Gimper, natürlich bekannt als Witz vom Olli. Hallo Martin, guten Morgen. Es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wenn Sie uns sehen könnten, und manche können uns ja sehen, wenn Sie das Video nach der Ausgabe sich anschauen auf dieneuewelle.de, werden Sie feststellen, hier sitzen sechs Krücken. genau. Wir beide haben Krücken, bei mir ist es ein bisschen was an der Hüfte. Was ist denn passiert? Ich habe leider mir am ersten Urlaubstag in der Skiferie nach 200 Meter selber aus dem Rennen genommen und habe einen Splitterbruch im Sprunggelenk. Hat man normalerweise nicht, hat mein Arzt gleich gesagt. Aber ich habe den Skistiefel nicht sauber zugehabt aufgrund meiner Achillessehnenverletzung von vor 2 Jahren. Und bin ich ungeschickt in eine Bodenwelle gefahren. Ski hat nicht ausgelöst. Und dann ging es am nächsten Tag wieder zurück nach Pforzheim. Und dann ins Krankenhaus. Die Doppelkrücke bei der neuen Welle. Flügelzange. Ja, genau. Kannst du auch Witze jetzt über deinen Unfall ertragen? Gibt es einen wunderbaren Skifahrerwitz, den du uns gleich servieren kannst zum Einstieg ins Frühstück? Also, ja, es gibt natürlich Skifahrerwitze. Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber da gibt es so einen kurzen. Woran merkt ein Skilehrer, dass die Saison vorbei ist? Er muss seine Kleider selber wieder ausziehen. Olli, wir sind schon bei einem Phänomen angekommen. Ich muss persönlich sagen, was ich am meisten liebe bei dir, ist das Lachen und die Gesichtsfärbung. Okay. Das müssen Sie sich übrigens auch auf die neue Welle.de anschauen. Das macht es, glaube ich, aus. Ja. Dieses Lachen von klein auf, hast du schon, wie kann man das beschreiben? Es ist ein Schreilachen eigentlich. Ne? So dieses, ja. Es ist auf jeden Fall tatsächlich so, dass ich das schon seit Geburt an habe. Und das Schöne ist, ich habe da ein großes Vorbild. Das war mein Papa, der nach wie vor ist leider vor 5,5 Jahren gestorben, fast 6 Jahre jetzt sogar. Und der konnte das, also ich habe als manchmal gedacht, er erstickt. Ja. Und das Allerschlimmste war, wenn wir zwei zusammen waren, dann habe die Leute um uns herum gemeint, jetzt sterben zwei. Mhm. Ja. Lachen ist ansteckend. Und bei dir ist es ganz besonders ansteckend. Wir werden über das Thema Witze natürlich auch noch reden, aber 10 Fragen in 60 Sekunden machen wir ganz geschwind vorweg, um dich vielleicht noch ein bisschen näher kennenzulernen. Deine Lieblingsfarbe, Olli? Blau. Dein Sternzeichen? Widder. Hast du ein Traumurlaubsland? Südtirol. Welches Poster hing in deinem Jugendzimmer? Bay City Rollers. War das auch deine Lieblingsband? Kurzzeitig, ja. Lieblingsfilm? War das eher damals tatsächlich Comedy, lustig? Oder? Nee, eigentlich bin ich so ein klassischer Science-Fiction-Fan und für mich ist so einer der ultimative Matrix erster Teil. Mhm. Dein Lieblingsessen? Zwiebelrostbraten mit Pommes. Heimat bedeutet für dich? Für mich bedeutet Heimat zu Hause in Pforzheim, an einem Sommertag im Eiscafé sitze. Pforzheim wird noch später ein Thema sein. Ja. Bei der neuen Welle, hier ist Olli Gimper mit Martin Wacker bei der neuen Welle bei Ihrem Frühstück zu Hause. Die neue Welle am Sonntagvormittag, die Martin-Wacker-Show. Olli Gimper ist mein Gast. Witz vom Olli. Hallo Martin. Olli, vorhin habe ich ja ganz spontan was zum Skifahren gesagt. Hast du einen Witz oder zum Skilehrer einen Witz auf Lager gehabt? Wie groß ist dein Witzespeicher? Also es ist schwierig, das zu bewerten, aber ich sage immer so zwischen 800, 900 Witze habe ich mit Sicherheit auf der grauen Festplatte. Also da auf oben. Der Festplatte da oben und zu Hause? Gibt es auch noch einen virtuellen Speicher, den du nutzt? Oder? Nee. Es kommen immer wieder tagtäglich neue Witze dazu, es fallen welche raus. Ich stehe tatsächlich auf der Bühne und mir fallen Witze ein, die ich schon jahrzehntelang nicht mehr erzählt habe oder vor kurzem auch mal wieder einen Witz, den mir mein Vater in grauer Vorzeit mal erzählt hat. Das sind einfach Bilder oder Begriffe, die dann plötzlich wieder ein kleines Türle öffnen und dann kommt er wieder zum Vorschein. Bilder ist ein gutes Stichwort. Wie merkt man sich gut Witze? Ich persönlich kann mir auch ganz gut Witze merken. Ich mache meistens tatsächlich über Bilder im Kopf, die ich mir abspeichere. Wie ist es bei dir? Ausschließlich. Bei mir sind es ausschließlich Bilder. Ich bin ja hauptberuflich Maler und Lackierermeister. Ich sage immer, ich bin Minijob-Comedian auf 450-Euro-Basis. Und durch meinen Beruf habe ich natürlich ein sehr ausgeprägtes fotografisches Gedächtnis, wenn es um Farbe geht. Und das ist ein Automatismus, dass ich mir Witze über Bilder merke. Ganz einfach. Und es sind bei mir immer so Comics mit so einem
mit so einem Augezwinkern. Wie ist es mit dem Zuspielen von außen? Dir schicken ja auch viele Leute Witze. Manchmal wird dann auch bedankt bei dir auf dem YouTube-Channel. Ja. Danke für euren Witz. Ja. Wie viele Witze kommen da rein? Was hast du für einen Witzespeicher von außen? Also im Schnitt sind es pro Tag zwischen 50 bis 70. Wahnsinn. Es kommen aber auch mal Spitze. Vor kurzem war jemand bei YouTube in der Trends auf Platz 3. Das ist ja wieder Ritterschlag. Für so einen alten Mann wie mich, da war es an einem Tag 570 E-Mails, wo ich mir Witze geschickt habe. Also unglaublich. Das Witzprinzip bei dir, was ich ganz interessant finde, ist, die Witze sind in der Regel einfach genial und nie beleidigend. Wie ist dein Schema? Wonach wählst du aus? Du kriegst sicher auch Witze geschickt, wo du sagst, also der muss jetzt wirklich nicht sein. Also was sie ablehnen, sind politische Witze. Da fehlt mir einfach auch nicht der Background, aber da fehlt mir der Zugang. Und Witze, die einen rassistischen Hintergrund haben, fallen komplett durch. Ich habe mich selber mal politisch unkorrekt verhalten beim Schwarzer Rettichwitz. Da habe ich politisch unkorrekt viermal Neger gesagt, da habe ich auch richtig Dresche dafür gekriegt. Aber das hört sich komisch an, aber das war vielleicht auch wichtig, um mich vor mehr Schade zu bewahren, weil ich habe es, wie Sigmund Freud kalte, im Witz ist alles erlaubt, hat er mal gesagt, weil es ein Witz ist. Aber ich habe aufgrund der Situation begonnen, bei Facebook, YouTube, Instagram einfach sensibler mit dem Thema umzugehen, während ich bei meinen Auftritten schon deutlich schärfer schieße, aber auch aus dem Grund, weil es da eine Geschichte dazu gibt. Hochspannend. Witz vom Olli, die Ernsthaftigkeit des Witzeerzählens hier auf der Neuen Welle in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show, Sonntagvormittag auf der Neuen Welle. Mein Gast ist Olli Gimber, Witz vom Olli. Wir haben schon gehört, auch Witze machen hat einen ernsthaften Hintergrund, muss man genau aufpassen, was man tut. Wir haben über die Heimat gesprochen bei dir, über Pforzheim. Was ich schön finde, klares Bekenntnis auch zur Sprachfärbung, zum Dialekt. Pforzheim wird hochgehalten. Absolut. Ich hatte mal eine Situation im Frühstücksfernsehen, da habe ich das wunderschöne Erlebnis gehabt, Tamme Hanken kennenzulernen, der leider verstorben ist. Da kamen die Jungs und Mädels vom Fernsehen und haben gesagt, bitte nicht so arg Dialekt. Und dann habe ich zwei Witze erzählt und habe versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Und dann hat mich Tamme Hanken in der Pause auf Zeit genommen und gesagt, sag mal, warum schwätzen du keinen Dialekt? Ja, habe ich gesagt, die vom Fernsehen, habe ich gesagt, ich soll das nicht machen. Dann hat er gesagt, ist dir schon mal auffallen, dass ich mein Dialekt spreche, Tag ein, Tag aus, und ist egal, ob Fernsehen oder nicht. Denk mal drüber nach. Und dann habe ich den Schalter umgelegt, habe dann die Witze wieder mit Pforzheimer Dialekt erzählt und dann war ich wieder bei mir und dann kam es auch viel authentischer rüber. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann ziehe ich es durch. Und egal, ob ich in Hamburg oder in Berlin oder in Köln auftrete, die Leute verstehen es. Und was ich am coolsten finde, ist, dass ich sage, boah, ist der Dialekt gut. Mega. Der beste Pforzheim-Botschafter seit René Weller. Wir machen jetzt ein... Wir machen jetzt schön, dass du sagst, Prinz Markus, aber gut. Nein. Der schöne René muss es schon sein. Ja, mega. Wir haben nämlich ein Spiel, das ist in Hochdeutsch. Das heißt Andrea oder Ärzte. Ui. Ich trage zwei Texte vor. Und du musst mir sagen, ist der Text von Andrea Berg oder den Ärzten? Wir starten mit dem ersten Beispiel. Die ganze Zeit, seit wir uns kennen, habe ich nie daran gedacht, es wird sein, wenn es einmal kracht. Was wird sein, wenn wir uns trennen? Andrea Berg, hätte ich gesagt. Falsch. Echt? Das war also von den Ärzten. Ne? Brutal. Unglaublich. Also gut, ich muss dazu sagen, es ist beides nicht so meine Richtung. Gut, du hast so eine Chance. Ich bin eher so Phil Collins und haben Prince wir nicht dabei. So, du musst noch mal durch. Andrea oder Ärzte. Gestern noch nah bei dir. Heute sehe ich dich mit ihr. Dein Lächeln bringt mich fast um, doch ich würde es wieder tun. Dann sage ich jetzt mal Ärzte. Diesmal Andrea Berg. Olli Gimber hat alles falsch gemacht. Andrea oder Ärzte. Und gleich hören wir mehr von ihm. Witz vom Olli. Hier ist die Neue Welle am Sonntagvormittag. Bei mir ist Olli Gimber nach wie vor. Witz vom Olli ist sein Thema. Über Witze erzählen, Ernsthaftigkeit haben wir schon gesprochen. Auch einen kleinen Test gemacht, Andrea oder Ärzte. Jetzt kommen wir noch mal auf deine Karriere zu sprechen. Ich bin absolut begeistert davon, wie ein Mann, der drei Firmen
hat. Richtig. Also noch dieses, was du hast gesagt, Maler und Lackiermeister. Ja. Wie der es noch schafft, zwischen Berlin, Hamburg, Bodensee auf Tour zu gehen und jeden Tag noch Witze auf seinem 3-Millionen-YouTube-Channel zu erzählen. Wie funktioniert das? Also, der Form halber sei erwähnt, bei YouTube habe ich jetzt 92.000 Abonnenten und 43 Millionen Zugriffe. Es ist einfach die Leidenschaft, die da drin steckt. Auf der einen Seite die Leidenschaft natürlich für meinen Handwerksberuf. Mhm. Ich bin auch stolz drauf, dass ich zu Interviews eingeladen werde und darf über Handwerk und über die Motivation, Handwerk zu erlernen, zu reden. Und es ist jetzt unglaublich, aber vor 40 Jahren, 1979, habe ich meine Lehre begonnen. Und seither ist der Beruf einfach ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben. Und ich würde auch nie, und das habe ich meine Mitarbeiter auch von Anfang an gesagt, ich würde nie den Malerberuf der Comedy-Karriere zuliebe opfern. Das würde ich nie machen. Und da ist dann in der Zwischenzeit halt noch ein zweiter Malerbetrieb daraus entstanden. Dann habe ich 2007, 2008 einen Comic geschrieben, meine Kunden lieben mich, da mache ich Unternehmensberatung für Handwerker. Da geht es einfach um alte Werte, die mir auch ganz, ganz wichtig sind. Da rede ich auch bei meinen Auftritten drüber. Es ist so ein bunter Mix aus Lebensgeschichte, aus Werte und viel Witzen natürlich, ganz, ganz klar. Aber der Spagat funktioniert einfach deshalb gut, weil ich mich bei dem Witze-Thema komplett ausleben kann. Das ist für mich wie so ein Ventil. Mhm. Ja. Und klar ist Zeitmanagement ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bin froh, dass ich Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, ich sage jetzt mal, entwickelt und unterstützt habe, die mir viel abnehmen können in der Zwischenzeit. Aber trotz alledem, 75% meines Schaffens bin ich nach wie vor in meine Firma tätig und 25% ist Comedy. Und da habe ich so einen riesen Spaß. Auf der einen Seite andere Städte zu sehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit Menschen gemeinsam zu lachen. Das ist schon unglaublich, ich kann es gar nicht. Es ist welches Thema schon fast, ja. Doppelbotschafter. Botschafter des Handwerks, Botschafter von Pforzheim, Botschafter des Witzes. Ja. Wie oft kommt es denn vor, dass jemand anruft und sagt, Herr Gimber, ich brauche also das Wohnzimmer neu gestrichen, aber nur... Ja. Wenn Sie persönlich kommen, mir den aktuellsten Witz erzählen. Kommt es vor, dass so eine Doppelbuchung stattfindet? Ja, wobei das immer tatsächlich mit so einem Augenzwinkern ist. zu mir hat die Frau des Auftraggebers gesagt, ja, Herr Gimber, ich soll Ihnen einen lieben Gruß von meinem Mann sagen. Sie kriegen den Auftrag, aber er hätte gerne im Bauvertrag stehen, dass ich jeden Tag, wenn ich vor Ort bin, einen Witz erzähle. Ich sage, mache ich selbstverständlich. Aber... Es gibt auch eine Kehrseite der Medaille, denn ich habe auch einige Kunden verloren, weil ich halt sage, was ist das für ein Quatschkopf und warum muss man in der heutigen Zeit Witze erzählen als Mann im Alter, ich werde jetzt im April 56, ja. Warum muss man sowas machen? Also ich sage, es gibt auch viele Menschen, bei denen Humor nicht wirklich viel Platz hat. Ja, oder die ein Schubladendenken haben. Ne? Das spürt man ja oft, wie kann ein Malermeister ein guter Comedian sein und umgekehrt. Schubladendenken, Das sollte man, glaube ich, abschaffen, oder? Wer sie nicht, ja. Wer sie nicht. Aber ich habe es abgelegt, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Es gibt einfach, mir hat es mal ein Comedian gesagt, Olli, Humor ist eine Entscheidung. Mhm. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich dagegen. Da kannst du mit dem Kopf gegen die Wand rennen, das hilft alles nichts. Das ist wie wenn du eine Kuh ins Horn fetzt. Aber es gibt Menschen, die merken, dass Humor, und meine Witze gehen ja mal eine Minute 30, mal 2 Minuten maximal, die dann einfach sagen, boah, jetzt war ich mal kurz raus aus dem Alltag, hab mal oben freigeschaltet, hab gelacht, hab einen Augenblick Schwerelosigkeit, so beschreibe ich das immer, herzhaftes Lachen, Schwerelosigkeit erlebt und dann geht's wieder weiter. Schwerelosigkeit mit Olli gleich weiter auf der Neuen Welle in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Wir verbringen einen wunderbaren Sonntagvormittag mit Olli Gimber. Witz vom Olli. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, Mensch, jetzt hast du erst einen erzählt. Vielleicht ein bisschen wenig. Fällt dir ganz aktuell vielleicht ein regionaler Witz ein? Wir senden ja hier Karlsruhe, Pforzheim in die Pfalz rüber. Magst du auch so Regionalitätswitze oder einen KSC-Witz? Hast du sowas auf Lager? Nee, KSC-Witz aktuell gar nicht. Fußballwitz müsste ich jetzt auch echt mal drüber nachdenken. Aber also die Regionalität, ich drehe es jetzt mal rum. Ich habe natürlich auch viele Witze über Österreicher, Schweizer,
über Franzose, über Italiener. Und für mich so ein wirklich mega, also ja, das ist ja tatsächlich so, wenn ich dann frage von der Bühne, ist jemand da, eine italienische Abstammung oder so, es meldet sich immer einer. Und da gibt es so einen wunderschönen, der vielleicht ein kleines bisschen schlüpfrig ist, aber nicht so extrem. Ein Megakracher sozusagen. Aus der nationalen europäischen Weltklasse. wo der Bauer seinen italienischen Knecht ruft und sagt, Gianluca, komm mal her, du musst zum Tierarzt, unser Stier, der hat Potenzprobleme. Und dann sagt er, hey, Chef, keine Probleme, ich gehe zu dem Tierarzt, zu der Dottore. Und er geht zum Tierarzt und er macht die Praxistür auf und der Tierarzt guckt ihn an und sagt, ja Gianluca, was ist denn mit dir los, was willst du schon wieder? Und dann sagt er, hey, Dottore, wir haben ein Problem mit dem Toro, die Maschine funktioniert nicht. Dann sagt er, was funktioniert nicht? Dottore, wir haben Probleme mit der Erektion von dem Toro, wir brauchen die Medikamente. Und dann sagt er, hey, Gianluca, du warst schon vor 2 Wochen erst da wieder durch das Päckchen mitgegeben, weißt du noch, wie das ausgesehen hat oder wie das geheißen hat? Und sagte, ah, Dottore, ich weiß nicht, aber es schmeckt nach Zitrone. Und weißt du, was der Unterschied ist? Zwischen manchem Deutschen, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber habe viele Italiener geschrieben, so im Spaß, ey, Olli, stimmt ja gar nicht, es schmeckt nach Kiwi. Sehr gutes Humorverständnis. Also kein Pforzheim-Witz, Olli. Nee. Wackers wahre Geschichte ist ein kleines Spiel, das ich dabei habe. Ich schneide es immer auf den Gast zu. Diesmal gibt es das Thema Pforzheim, die Goldstadt. Yep. Du bist ja sehr heimatverliebt, denke ich. Ja, absolut. Es gibt 3 Antworten, aber nur eine. Eines richtig, ich muss sagen, welche... Okay. Geschichte stimmt. Vor 250 Jahren erteilte Markgraf Karl Friedrich von Baden dem Schweizer Uhrenfabrikanten Jean-François Offrat die Erlaubnis, in Pforzheim eine Uhren- und Bijouteriefabrik zu errichten. Wie lautete die Bedingung dafür an die Pforzheimer? A. 25% des produzierten Schmucks müssen an das badische Adelsgeschlecht gehen. B. Autran musste seinen Stammsitz in den Schweizer Ort Baden verlegen, oder C, er sollte die Armen und Waisen in Pforzheim beschäftigen. Was ist richtig? Also ich hätte jetzt mal an meiner Stelle gesagt C, vermute aber mal, dass es C ist. Der Mann kennt sich in Pforzheim absolut richtig. Ja. Es war wirklich eine Maßnahme, um dort Menschen auch in Lohn und Brot zu bringen. Ja. Und deswegen gibt es auch den Waisenhausplatz. Genau, richtig, genau richtig. Und es war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das Schmuck-Jubiläum. Ja. Und da hatte ich, glaube mal, die Geschichte irgendwo aufgegriffen. Richtiges Ende der Geschichte. Wackers wahre Geschichte richtig aufgelöst. Dafür gibt es auch hier unsere kleine neue Welle XXL-Tasse. Zum mit nach Hause nehmen, auf der Bühne einsetzen, ganz, sehr gut, ganz sehr immer, gut. Wo du willst. Und wir reden gleich weiter hier in der Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Wir verbringen ein wunderbares Frühstück gemeinsam mit Olli Gimper. Witz zum Olli. Hallo Martin. So, wir haben doch ein finales Spiel, das wird auch immer in der Morningshow bei uns gespielt. Stadt, Land, Fluss hast du wahrscheinlich auch schon zu Hause gespielt. Wir nennen das Stadt, Land, Quatsch. Stadt, Land, Quatsch. Und da gibt es immer einen Buchstaben und du hast 30 Sekunden Zeit, so viele Antworten wie möglich zu finden. Wenn was nicht klappt, einfach weiter. Okay. Wir starten mit P. P. Und der Stadt. Wo kommst du her? P. ein Land. Polen. Eine Mordwaffe. Poller. Ein Kosename. Paulinchen. Ein Laster. Popeln. Ein Küchengerät. Pürierstab. Was rettet eine Beziehung mit P? Also ich muss sagen, Olli, diese Antworten, die können nur aus deinem Kopf kommen. Bei Pforzheim, also, bei Pforzheim, ich war bei Pforzheim bei PF. Laster mit B popeln. absolut sensationell. Okay, es waren 6 richtige Begriffe. Ja. Absolut gut, großer Sport. Ja. Olli, ich muss mich leicht erholen von Laster popeln. Was bringt das Jahr 2019? Ich habe deinen Tourplan gesehen. Da geht es wieder Berlin, Hamburg in die ganze Republik. Ja. Was hast du alles vor in 2019?
Also in 2019, klar, es wird bis zur Sommerpause das noch existente Programm Planlos durch die Nacht 2.0 geben. Nach der Sommerferie wird es was Neues geben. Mehr will ich da noch nicht verraten. Mhm. Klar steht der Witz immer im Mittelpunkt, aber ich habe ja selber so viele Geschichten erlebt. Mhm. Ich habe es ja erzählt, ich habe mir ja vor 2,5 Jahren bei TSG Hoffenheim beim Witze erzählt, Achillessehne abgerissen. Mhm. Ich erlebe tagtäglich viel in meinem Beruf. Es werde Österreich wird es Auftritte geben, Schweiz wieder, hatte ich letztes Jahr 6 Auftritte in der Schweiz. Es ist unglaublich, auch wie das Thema Witz dort ankommt. Dann wird es das Produkt oder das Format Witze-Ping-Pong weitergeben oder wieder frisch, werden wir frisch auflegen. Das heißt, ich habe einen Fan oder einen Promi bei mir im Auto sitzen. Das war schon Timo Hildebrand, eine Comedian Heinrich Del Core. Lasst euch überraschen, es ist unglaublich, wen ich da als Fans habe und motivieren kann, da mitzumachen. Ganz wichtig ist natürlich auch Freizeit, Familie. Auch in meine Unternehmen stehen viele Dinge an. Ich werde jetzt bei RTL tauche mal auf, bei Sat.1 tauche mal auf. Also auch da bewegt sich viel. Aber ich habe trotz alledem das Thema Zeit und Gesundheit ganz zentral im Fokus. Ja. Also die 43 Millionen werden nach oben schießen, auch in 2019. Dein finaler Witz für heute? Ich, klar. Gut, es gibt natürlich, ich muss dazu sagen, wenn zu mir einer sagt, Olli, was ist dein Favorite, dann fängt es natürlich an zu rattern. Aber ich sage jetzt mal, bitte alle, die jetzt jünger als 16 sind, einmal kurz weghören. Man kommt zum Urologe und dann sagt der Urologe, ja, was fehlt Ihnen denn? Dann sagt der Patient, ja, Herr Doktor, ich bin frühzeitiger Ejakulierer. Und dann sagt er, ja gut, dann machen Sie sich mal frei, untersuch Sie. Er macht sich frei, guckt den Patienten an und sagt, ja, und woran hängt es jetzt? Dann sagt der Patient, jetzt an Ihrem Kittel. Das ist doch ideal für den Sachen. Olli, ich wünsche dir gute Besserung mit dem Haxen, dass wir beide die Krücken in die Ecke schmeißen und vielleicht auch bald mal wieder beim Besuch. Robin, es war mir eine neuen Welle. Vielen Dank fürs Mitspielen, fürs Mitmachen. Danke sehr. Alles Gute. Danke. Das war die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle.